Willkommen zurück zu NES Remix 2. Nachdem wir im letzten Part diesen verdammt schweren Punch-Out-Bonus-Level hatten, ihn dann aber mit 33 Sekunden 6 gemeistert haben, geht's jetzt weiter mit Level 15 von 20 bei den Bonus-Stages. Apropos Punch-Out, wir haben noch ein paar Punch-Out-Level, aber was? Springe von Gegner zu Gegner. Ach so. Warte mal. Boah, da muss ich erstmal... Boah, das ist ja die Hölle. Gut, da kommen immer genug. Boah. Ja, das kann ich ja in dem Spiel ja nicht. Ach so, wenn die immer da... Ah, das kann ich schon nutzen. Momentchen, Leute, Freunde der Nacht. Ich dachte, ich muss irgendwie rechts lang und. Das fällt mir schwer, wie ihr seht. Gott. Na toll. Der Part fängt mal wieder super geil an. Ich habe mir gedacht, boah, wenn das mit Super Mario Bros. 3 anfängt, da kann ja nichts schief gehen. Na ja, halt eben doch. Ja. Oh, so knapp. Habt ihr das gesehen? Das wäre der letzte gewesen. Das muss man also gekonnt aus nutzen. Nicht nur am Ende, wenn es knapp wird, sondern ich hau euch, sondern jedes Mal mit unserem Schwanz in die Luft schlagen, damit alles gut wird. Ja, das klingt verkehrt, aber so ist es. Ah, das ist aber... Thank you. Eine Krampfaufgabe. Was soll man sagen? Wir sind schon relativ weit gekommen. Da wird jetzt nicht mehr irgendwie irgendwas unter den Teppich gekehrt. Nein. 50.000 Punkte haben wir. Auf dem Konto etwas schwer, aber shiny stars. Richtig. Meine Meinung, Cheffe. Oh ja, Dr. Mario mit Wario. Der sieht aber verdammt fett aus. Dann versuche ich einfach mal ein paar Kombos. Oder? Naja, die kriege ich eh nicht gebacken. Nein, was machst du denn? Du bist so dumm, dass es quietscht, ne? Also habe ich ja keine Chance mehr eigentlich. Bummatz, bummatz, bumm. Du bist ja so dumm. Bummatz, 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 bummatz. Du bist dumm. Okay, aufgepasst. Ja, warte mal, wenn ich das... geil hinkriegen würde. Ah, da hat ja einer gefehlt. Wieso dumm? Das war echt eine Kombo geworden, eine geplante. Da, guck. Super. Also es ist keine Kombo, was war halt doppelt irgendwie. Was soll das denn? Aber die sind gut gefallen gerade. Das ist mir gar nichts. Eine 5er, weiß nicht, ob die auch hilft. Bummatz, bummatz, bumm. Bummatz, bummatz, bumm. Wie machst du den denn jetzt fertig? Wer zuerst gelöst hat, könnte auch sein, oder? Wer zuerst gelöst hat. So, wenn ich jetzt den blauen mache, also den roten, dann gibt es ein Kombo hier. Zack. Und schon wieder. Sehr gut. Also ich bin gar nicht so schlecht. Inzwischen kann das Spiel mir nichts mehr. So, jetzt brauche ich jede Menge Blau. So, das hätte schmecken machen sollen. Oh nee, wie soll ich den unteren hinkriegen? Wenn ich die gelben erst loswerde, dann... Genau. Dann bin ich alle weg und dann habe ich gewonnen. Aber Haus hoch! Ob es ausreicht für so einen. So einen 3-Sterne-Rang. Das fragt sich halt, ne? Gucken. Ja! Super! Schöne Leistung! Shiny zwar nicht, aber. Oh ja, hier irgendwas mit den Koopalings. Dann mal los. Alle 7 Stück.
Gut, dann kann ich jetzt mal die Koopa-Namen trainieren. Das ist Larry. Ich nehme mal an, ohne getroffen zu werden. Nee, nicht ganz. Zauberstab müssen wir nicht einsammeln. Morten. Sieht aus, als würden sie uns trotzdem einmal treffen. Dürfen sie, ja. Das ist legitim. Ich habe 6 Herzen, aber ich will das eigentlich so hinkriegen. Wendy. Wo sind Sandy, Brandy und Candy? Ah, wow, das war knapp, die Alte. Keine Frauenpower hier am Start. Jetzt kommt Iggy, der mit der Brille. Das war ein Super Mario World, der erste. War bisher der leichteste, aber ist auch nur Zufall. Ja, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich hier, Roy ohne Siegfried, dass wir das hinkriegen werden. Ach, der macht so Donner irgendwie, so Erschütterung. Nein! Zählt es da noch? Ich denke mal nicht, oder? Also für optimal Rang und so. Jawohl. Wir werden es einfach rausfinden. Die 7 Cooperlinge. Lemmy! Lass mal dein Bildchen weg. Du kannst nachher selbst bald spielen. Sehr gut gelaufen. Der Ball hat mich blendend unterstützt. Und Ludwig, der traditionelle Letzte. Das ist echt das Letzte. Mich paralysiert! Da konnte ich nichts mehr machen. Komm, wir machen von neu, das wird ja eh nichts bringen. Na gut, jetzt sind meine Erinnerungen wo aufgefrischt. Wird reichen, ist in Ordnung. Da freut sich der Mario. Und ich mich mit ihm. Deswegen haben die das relativ spät gemacht, weil die das für schwer erachten. Ist jetzt auch nicht die leichteste Aufgabe, alle 7 hintereinander zu besiegen, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Wendy ist relativ schwierig mit ihrem komischen Ring da. So. Ne, doch. Die hatten wir im Griff. Iggy, Iggy, Iggy. Iggy, Iggy, Iggy. Nein. Aber die, die paralysieren quasi, sind die schlimmsten in meinen Augen. Roy. Okay. Wieder hinbekommen. Wenn wir das Ganze ohne Treffer machen müssten, wäre es echt schwer. Das muss ich mal so anerkennen. Der geht eigentlich. Lemmy geht. Der sollte zu den Lemmings gehen. So, Ludovinci! Ich hatte in meiner Ausbildung wirklich einen, der hieß Ludwig und dann haben wir mal Ludovinci genannt. Oder Louis. Nein! Louis! Was tust du? Das darf's doch jetzt nicht sein hier. Eine Aufgabe, der ich mich gewachsen sah. Ich frage mich, ob es dafür noch die Sterne gibt. Shiny ist schon mal ausgeschlossen, ne? Aber. Doch. Was? Was? Ich hab doch gefailt. Ja, es geht definitiv besser, aber ich bin zufrieden. So muss ich da länger. Hier, MK8-Vorbereitung, Tanuki Mario. Gegen. Ist es Iggy? Larry? Lemmy? Egal. So, Level 18 von 20. Gucken wir mal. Och, das da. Ich weiß es. Was? 8:7? Ich habe einfach nichts gedrückt. Da kriegt man den Hinweis, Push A. Ah, oh nein, das ist nicht euer Ernst. Wie soll ich das denn hinkriegen? Okay, da sind wir bei der 6. Oh, not really, ey. Da, zu hoch. Klammer dich da nicht fest, du Knödel. Was? Wie soll man das denn anstellen? Ein ungünstiger Zeitpunkt?
Dann macht er auf die 3. Ja, möglichst früh. Ich sehe schon, wenn man so lange wartet. Das kommt auf den Zeitpunkt an, nicht auf die Länge. Ich glaube, so werde ich nicht so schnell die Punkte erreichen. Da habe ich nicht das Gefühl dafür. Jawohl, da sind wir bei der 5. Heiliges Hackfleisch. Aber das ist ja schwieriger, als die niederen zu erreichen, als irgendwie die vorderen. Die ganze Zeit kommt er auf die 4, ne? So, die 4. Party with Curry. Die 3, da kann man sich schon mal anstrengen. Da kriegt er die 5, ne? Alter! Was ein Laden hier. Das ist die 3. Jetzt die 2, weiß nicht, wie ich das am besten anstelle. Wie mache ich das denn am besten? Ich muss versuchen, schlecht zu sein. Dann komme ich nach oben. Das ist definitiv zu früh. Oh Mann. Ich suche jetzt zum. Wie kommen wir dann am besten hoch? Boah. Wie wird das gemacht? Das ist nicht euer Ernst. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das erreiche. Aber wie komme ich zu 2? Da was in Angriff zu nehmen ist echt. Da haben wir es. Das wird auf keinen Fall klappen. Da braucht man definitiv mehrere Versuche. Das wäre ja unmenschlich. Es gibt 30 extra Leben für die 1. So, das könnte es gewesen sein. Mann! Erreichst sie immer nur, wenn du sie nicht haben willst, ne? Bitteschön. Jetzt bin ich auf die Auswertung gespannt. Übertreib halt. Aus welchem Grund kriegt man gerade 30 extra Leben? Au, ich hab... Was? Na gut, wenn ihr meint. Ich hab halt gedacht, wegen den, weil ich so viele Versuche gebraucht habe. 2 Missionen haben wir noch. Aber das ist noch längst nicht alles. Wir haben noch mehr. Warte. Punch-Out. Wir müssen mit Wario Roots mal anfangen. Wir gucken uns das jetzt an. Sieh dir die Demo an. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Wir haben ja schon ein paar gehabt. Also so Bomben zerstören diese Viecher. Eigentlich können wir das überspringen. Aber das ist die Aufgabe. Sieh dir die Demo an. Boff. Boff. Wario. Ich kann aber was sagen zu Wario's Woods. Also... 1994 Spiel. In den Kommentaren war zu lesen, das letzte lizenzierte NES-Spiel. Das kann ich jetzt nicht nachprüfen, aber ich glaub's. Weiß nicht, wie Nintendo auf die Idee kam. Lange nachdem Spiele wie Mario Kart, Mario World, Zelda, A Link to the Past schon Jahre her waren und gerade Donkey Kong Country in war und Yoshi's Island im Kommen war, wie man da noch so ein Spiel fürs NES machen kann. Ich muss auch klarkommen, wie ich Toad da zu steuern habe. Ja, ich habe zu viel Zeit gebraucht. Oh, nicht die Demo nochmal anschauen. Okay, das lassen wir in Zukunft. Sorry. Schnitt. Geschafft. Yay, das kriegen wir hin. Das ist rekordverdächtig. So, lass alles verschwinden. Versuch es auch diagonal. Achso, nee, dann... Genau. Richtig, da habe ich jetzt denkt wir an Diagonal, das habe ich gar nicht gelesen, deswegen habe ich nicht dran gedacht. Okay, ich drücke nur nach unten. Yay! So wird's gemacht. War doch gar nicht so schwer, Mann, mach dir nicht ins Hemd, Alter. Coke Rainbow Party in the House. Herr Varius wird euch mir bewusst aufgehoben, weil das ist einfach
Das Spiel, mit dem kann sich wohl keiner identifizieren, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich kann ja nichts nehmen. Wie dumm. Hä? Ich bin so dumm. Warte mal, lass alle Monster verschwinden. Könnten wir den nehmen? Was? Muss ich nochmal? Da fehlt mir der Blick dafür. Da fehlt mir der Blick dafür. Da, ihr nehmt das. Geht doch. Das ist so ein Spielsystem, was irgendwie nie wieder... Wie nie wieder jemand benutzt hat irgendwie. So, hätte ich viel schneller machen können. Und deswegen ist es mir auch so unbekannt. Ist auch nicht so, als dass es spektakulär wäre, dass es jeder mal zocken wollte. Im Gegenteil, kein Schwein hat das Spiel gekannt, ganz im Ernst. Das ist jetzt der Höhepunkt von Wario's Woods, bei NES Remix 2 vertreten zu sein. So eine Medienpräsenz hatte Wario's Woods noch nie gehabt. Probieren wir es weiter. 3 von 8. In maximal 2 Minuten. Dann würde ich sagen, das dahin. Warte, das dahin. Leg die schon mal nebeneinander. Wie 2 Minuten. Wie 2 Minuten. Ach, da geht's weiter. Ups, okay. Diagonal, diagonal. Denk doch diagonal, Junge. Kann ich nicht. Also nicht, wo Toad überhaupt hinfasst. Guck mal, du kommst jetzt mal mit. Ah, dann hau halt. Mach's halt so von mir aus. Okay. Nee, keiner mag Wario's Woods und es ist ja irgendwie liebevoll gemacht und so, aber Wario verschwinde. Da geht auch wirklich weg wie beleidigte Leberwurst. Unter 2 Minuten war das Ziel und 41 Sekunden habe ich gebraucht. Ja, da freue ich mich doch. Ich bin ganz ehrlich, ich will das nur hinter mich bringen. Ich will das vollständigkeitshalber auch mit euch durchlösen, aber wirklich freuen? Nope. Lass alles verschwinden und greife ein Monster mit B. Mhm. Vielleicht krieg ich's doch noch besser hin. Jetzt auf einmal ist es viel einfacher als die letzte Mission irgendwie. Okay, ich habe nichts gesagt. Hellblau. Gib mal den hellblauen her. Was macht ihr denn da? Warum baut ihr alles zu? Oh, was wird denn das? Dann komm wenigstens du her. So, wenigstens das geht irgendwie. Was habe ich getan? So. Die Mission macht mich jetzt schon mehr fertig. Ja, renn da hoch. So, und dann verschwindest du. Du. Und du machst da Bumm. Und ich könnte doch einen Diagonal-Bumm versuchen. Mit Bumm-Bumm. Da. Wir haben es gleich, aber das war natürlich nicht souverän, was die Zeit angeht. Ups, von der anderen Seite. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Da habt ihr's. Mein Gott. Es war eh viel zu langsam. Ich muss ja 100 Mal umbauen, umdenken. Nee, nee, nee. Keine Bange. Wird direkt nochmal probiert, Freunde der Nacht. Bis das ein neuer Tag erwacht. Morgens um 7:30. Das ging ja zackig, ne? Warum nicht?
Die ersten beiden hier sind so easy. Bomben greifen mit B. Schwupp. Wie Todd immer Peace macht, das ist man von dem gar nicht gewöhnt. Weil er keine Finger hat. Doch, hat er eigentlich, ne? Ja, ich muss nur... Nee, jetzt komm, geh mal weg, geh mal weg! Wie mich das aufregt. Ich will da was bauen und so. Und das baut sich alles zu irgendwie. Weil das so schnell ist. Deswegen haben diese beiden Lushi-Missionen vorne dran gestellt, damit du nicht dauernd restartest. Deswegen sind diese Leberwurst-Missionen vorne dran, alles klar. Egal. Nee, wir müssen da schnell bauen. Ich versuche gleich mal, das da frei zu machen für den einen. Warte, warte, direkt. Jetzt schnapp ihn dir. Ja, guck's dir an. Guckt's euch an. So kann's gehen. Nein. Oh, ficken. Das ist doch nicht wahr. Das ist nur ein Verständigungsfehler gerade gewesen. So, alles weg. Bäm, ey. Lecco mio, macht aggressiv. Aber, Freunde, nur noch wenige Missionen Wario-Hutz, nur noch wenige Missionen Punch-Out und nur, habe ich zwar auf YouTube hochgeladen, aber egal. Hey, ich habe noch viel Besseres hochgeladen. Luca Cooper, okay? Nämlich Schrott. Ja, dann würde ich sagen, Daumen und wir sehen uns beim vielleicht, ja doch, ich schätze, es könnte das letzte Mal sein im nächsten Part. Mal sehen. Du als Kind gespielt, ich überprüfe das, ob es in Deutschland rausgekommen ist, bezweifle ich nämlich. Okay, bis dann und ciao!